Die Erde ist flach, Angela Merkel ist in Wirklichkeit eine Echse und Bill Gates will allen Menschen Mikrochips einpflanzen, um sie zu kontrollieren. Klingt ziemlich absurd für dich? Ist es auch. Doch einige Menschen glauben an genau solche Theorien und das kann ganz schön gefährlich werden. Genau deshalb sprechen wir heute mal drüber. Verschwörungstheorien aller Art verbreiten sich gerade gefühlt schneller als je zuvor. Das ist auch ziemlich logisch, wenn man ein paar Facts zu Verschwörungstheorien kennt. Es ist nämlich so, dass die sich schneller verbreiten, wenn man gerade in einer Krise steckt. Corona und die Einschränkungen des öffentlichen Lebens bieten also den perfekten Nährboden für die verrücktesten Verschwörungstheorien. Woran kann man Verschwörungstheorien aber noch erkennen? Verschwörungstheorien erklären häufig komplexe Zusammenhänge, die man nur schwer fassen kann, ganz einfach. Dass die Erde rund ist zum Beispiel, kann man sich eigentlich gar nicht so leicht vorstellen. Schließlich ist man nie so weit oben, dass man das wirklich sehen kann. Und wenn man einfach aus dem Fenster schaut, sieht die doch ziemlich flach aus. Außerdem erklärt die Theorie, in der Leute glauben, dass die Erde in Wirklichkeit flach ist, auch, dass Menschen auf der Südhalbkugel nicht einfach runterfallen. Denn die Erdanziehungskraft kann man ja auch nicht so einfach erklären oder auch nicht anfassen. Ähnlich funktioniert es auch im Fall von Covid-19. Ein Virus, das man nicht sehen kann und auch wie es sich verbreitet, ist ziemlich schwer nachzuvollziehen. Wenn man dann auch noch niemanden kennt, der daran erkrankt ist und vielleicht zufällig auf ein Video stößt, in dem jemand erklärt, Covid-19 gibt's gar nicht, dann glaubt man das vielleicht, weil es eine einfache Erklärung für etwas ziemlich Komplexes bietet. Meistens gibt es in Verschwörungstheorien auch noch jemanden, der oder die etwas Geheimes, Böses im Schilde führen. Ganz klassisch, die Bösen sind. Viele Menschen, die glauben, die Erde sei flach, denken zum Beispiel, dass die Regierung das mit Absicht allen anderen Menschen verheimlicht. Warum sie das verheimlicht, da hat dann wieder jeder seine eigene Theorie. Ähnlich ist es übrigens auch beim Coronavirus. Es gibt unter Verschwörungstheoretikern auch Menschen, die glauben, jemand hätte das Virus mit Absicht verbreitet, um damit anderen irgendwie was Böses zu tun. Verschwörungstheorien haben eine große und auch wirklich gefährliche Gemeinsamkeit. Und zwar behaupten sie, dass man klassischen, seriösen Informationsquellen nicht vertrauen kann. Man lernt ja schon in der Schule, dass die Erde eine Kugel ist und das kann man auch überall nachlesen. Und dass das Coronavirus existiert und wie gefährlich es ist, dazu wurde ja auch in den letzten Monaten in allen möglichen Medien, das heißt im Fernsehen, im Radio und auch in Zeitungen, ausführlich berichtet. Eigentlich doch ziemlich gute Beweise dafür, oder? Nicht für Verschwörungstheoretiker, denn die glauben irgendwann nur noch besonderen, eigens ausgewählten Quellen und das sind leider meistens YouTube-Videos. Und das kennen wir alle. Man schaut ein YouTube-Video zu einem bestimmten Thema und dann werden einem immer mehr ähnliche Videos vorgeschlagen. Und so rutscht man immer weiter in den Sumpf von Verschwörungstheorien ab. Irgendwann klingt es dann wirklich realistisch. Auf wirklich vertrauenswürdige Medien hören Verschwörungstheoretiker dagegen gar nicht mehr. Deswegen ist es auch so schwer, sie wieder auf die richtige Bahn zu bringen. Sie glauben einem einfach nicht mehr. Was kann man also gegen solche Verschwörungstheorien tun? Ganz wichtig ist es, dass du selbst keine Verschwörungstheorien verbreitest. Auch wenn es Videos gibt, in denen die absurdesten Theorien ganz spannend oder vielleicht sogar scheinbar logisch begründet werden. Bevor du so etwas verschickst, solltest du also unbedingt den Inhalt genau überprüfen. Schau nach, wer sonst noch darüber berichtet oder ob es Hinweise darauf gibt, dass es sich um eine Verschwörungstheorie handelt. Auch zum Spaß solltest du übrigens keine Verschwörungstheorien verbreiten, denn vielleicht ist es für dich ein Spaß, jemand anderes nimmt dein Posting aber ernst. Wenn du siehst, wie jemand Verschwörungstheorien verschickt oder irgendwo postet, dann lohnt es sich, deine eigene Meinung dazu zu geben, auch wenn du den Verschwörungstheoretiker damit wahrscheinlich nicht überzeugen kannst. Denn wenn du sowas kommentierst, dann sehen deinen Kommentar hoffentlich auch noch ein paar andere Leute, die sich vielleicht davor unsicher waren und dann hoffentlich deinem Kommentar eher glauben als der Verschwörungstheorie. So kannst du dann dafür sorgen, dass nicht noch weitere Menschen auf gefährliche Verschwörungstheorien reinfallen. Und ein kleiner Funfact zum Schluss. Du hast es bestimmt schon hier gesehen oder vielleicht auch schon mal gehört. Im Zusammenhang mit Verschwörungstheoretikern spricht man ganz oft von Aluhutträgern. Warum ist es eigentlich so? Das erklärt uns jetzt mal Aluhut-Experte Marius. Eine Kappe und dann oben noch so ein Tipp raus oder wie ein Aluhut. Stimmt. Die erste Erwähnung fanden Aluhüte schon im Jahr 1927 im Science-Fiction-Buch The Tissue Culture King von Julian Huxley. Dort entdeckte der Protagonist, dass Aluhüte vor Telepathiewellen schützen sollen. Und genauso versuchen heute immer noch Leute, sich mit Aluhüten vor Radiowellen, Mikrowellen, 5G-Wellen, WLAN-Wellen, allen möglichen eben zu schützen. Das ist natürlich Quatsch. Also Leute, lasst das bitte mit dem Aluhut, aber ein Abo fände ich ziemlich gut.